Guten Morgen, Freunde. Ich habe mir Ingame 2 KDR gekauft und ich werde heute für euch am Rad der Halloween-Zeit drehen. Aber noch ein kurzer Hinweis am Anfang. Und zwar, ich habe meinen Discord-Server umstrukturiert. Und zwar könnt ihr alle jetzt beitreten. Also ihr müsst nicht unbedingt der Gilde beitreten, sondern ihr könnt alle beitreten. Bedeutet, ihr kriegt einen gewissen Rang in der Gilde, also im Discord-Server, Entschuldigung, einen gewissen Rang, der nennt sich Freunde. Und wenn ihr den Rang besitzt, habt ihr keinen Zugriff auf die ganzen Gildenaktivitäten. Aber ihr könnt halt trotzdem mit uns reden, Smalltalk, bla bla bla. Also ihr habt trotzdem den Zugriff zu mir. Könnt mich jederzeit dann anschreiben. Wie gesagt, das Einzige, was ihr dann tun müsst, ist mich dann anschreiben oder Insane, also mein Co-Leader. Der wird euch dann den Rang Freunde geben und dann passt das Ganze schon. Also wie gesagt, wenn ihr beitreten wollt, unten ist dann der Einladelink in den Kommentaren. Ich sage einfach mal, jeder ist herzlich willkommen und ja, ich würde sagen, schaut euch erstmal die Kostüme an. Also ich gebe zu, die sind wirklich sexy. Also da haben die wirklich was Gutes mal gebracht, oder? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, lass uns starten mit dem Rad und dann let's go. Am Ende nochmal ein kurzes Fazit dazu und bis später. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do.
So, wir befinden uns hier auf meinem neuen Ninja. Das letzte Wort nach dem Rad habt ihr bestimmt gelesen. Reinster Scam. Leute, lasst es bleiben, an diesem Rad zu drehen. Ich wollte euch nur damit demonstrieren, dass sich das Ding einfach nicht lohnt, weil ich habe von den Game-Membern gehört, dass es extrem schlimm ist und mich jucken 60 Mon momentan nicht. Ich mache momentan sehr viel Profit in-game und wie gesagt, das ist halt für mich gerade, ja, war mir egal, das sind 3 Tage Handeln für mich, deswegen... Lassen wir das Ganze mal so stehen. Ich habe das extra für euch jetzt getan, um euch zu demonstrieren. Lasst es, dreht nicht am Rad. Ihr könnt natürlich Glück haben, dann kriegt ihr mal, was weiß ich, ein paar mehr Elixier, ein paar mehr Truhen. Aber mehr wird da nicht bei rumkommen. Also generell sind da Items drin, die könnt ihr ingame für Peanuts kaufen. Also einzige, was dann neutral ist, würde ich jetzt behaupten, sind die Wüstensturm-Truhen oder halt, wie heißt es? Aber die Kostüme kosten auch nichts mehr, Leute. Wenn ihr ingame wonnenlos werden wollt oder euer Real-Geld oder sonstiges, dreht nicht am Rad. Das ist bescheuert. Also vor allem bei den Kursen, die man gerade auflädt, Leute, ihr wisst so nicht, Videos und so weiter, gönnt da kein Geld. Also wer da Geld ausgibt, wirklich, der gehört echt geschlagen fast, also wortwörtlich. Lasst es bleiben, dreht nicht an diesen Rad, also da kommt nur Müll raus. Ich habe vorhin 60 gewonnen, vielleicht, wenn überhaupt 15 da raus sollte. Und das Schlimmste ist, es wird mit einem Lolli geworben, der nicht mal existiert in diesem Rad, also gefühlt nicht existiert. In der Gilde haben jetzt Leute knapp 6 KDR verdreht und nicht ein einziger hat einen Lolli gesehen überhaupt. Also, wenn man mit Items wirbt, muss eine Chance bestehen, dass man die überhaupt bekommt. Und vor allem, das ist nochmal ein doppeltes Glücksspiel. Sobald das überhaupt drin ist, muss man es auch noch erst kriegen. Also, bei der Wahrscheinlichkeit, dass man das überhaupt zu sehen bekommt, ist das eine einzige Frechheit. Deswegen kauft euch dann lieber ingame silberne Okay-Truhen. Da haben die im Forum alle recht gehabt. Da stimme ich auch vollkommen zu. Es ist dumm, dass ich dasselbe gedreht habe. Weil es ist ja trotzdem eine... Ja, ich unterstütze sie ja trotzdem damit. Aber Freunde, wenn ihr daran vorhabt zu drehen, lasst es bleiben. Bitte lasst es bleiben. Sonst ändert sich das nicht. Und jeder versucht ja, dass irgendwas passiert. Und bei diesen Preisen, wenn ihr daran dreht, das ist für uns alle negativ. Das müsst ihr verstehen. Also wie gesagt, wenn ihr daran dreht, dreht damit ein schlechtes Gewissen bitte dran. Also... Das ist hart, also wirklich, das, lasst es bleiben und ich würde sagen, mit dem Video war das dann ein Abschluss, die Frisuren sehen trotzdem geil aus, also wir lassen das Ganze mal im Raum stehen, also die Kostüme sehen geil aus, das Rad ist absoluter Bullshit, lasst es bleiben, Freunde, und haut da rein, bis zum nächsten Video, ciao, euer Simply. Ach ja, und übrigens, man sieht die Mahaus, seid ihr jetzt glücklich auf mich? Ja, seid glücklich, haut rein, ciao.